ein Jahr Gerd über Mende. 365 Tage. Oder haben wir jetzt schon 367 Tage? Ja, es sind sowas um die 365 Tage plus 1, 2, 3. Kommt immer darauf an, wie man rechnet. Vom 29. Juni an dem Tag war meine Amtseinführung vor einem Jahr. Am 2. Juli war mein erster Arbeitstag. Ja, für mich war natürlich die Premiere in der Tat die Amtseinführung in der Stadtverordneten-Sitzungssaal. Das war das erste Mal, dass ich dort geredet habe vor der Stadtverordnetenversammlung. Das erste Mal, dass mir die Amtskette angereicht worden ist. Das war schon ein sehr bewegender Moment. Und danach gab es jede Menge Premieren. Was mich immer am meisten bewegt, sind die Begegnungen mit Menschen. Das heißt, da, wo ich Leute treffe, die ich vorher noch nicht kannte, mich mit denen beschäftige, deren Lebenserfahrungen mitgeteilt bekomme und gucke, was ich daraus am besten ableiten kann für die Landeshauptstadt Wiesbaden. Also der Ball des Sports war natürlich ein großes gesellschaftliches Ereignis, ist ein echtes Aushängeschild für die Landeshauptstadt Wiesbaden. Wir hatten im vergangenen Jahr oder in diesem Jahr den Ball des Sports zum 50. Mal, insgesamt zum 25. Mal in Wiesbaden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war da. 125 Jahre Staatstheater war für mich eine sehr, sehr schöne, sehr runde Veranstaltung, wo ich wirklich mit Herzblut dran war, war die erste Verleihung der Bürgermedaillen, die ich hier mache. Was mich besonders bewegt, sind natürlich die großen historischen Momente. Womit ich mich lange befasst habe, war zum Beispiel meine Rede zum Gedenktag an die Reichspogromnacht oder auch meine Rede zur Mahnwache, nachdem dieser schreckliche Anschlag in Hanau war, weil es mir immer darum geht, solche Termine wahrzunehmen, bei denen es um die Vielfalt in unserer Stadt geht, um Toleranz und um Wertschätzung allen Menschen gegenüber. Und gerade diese Anlässe waren mir sehr wichtig. Eine Premiere, auf die Sie auch gerne hätten verzichten können? Eine Premiere, auf die ich hätte gerne verzichten können? Es gibt so ein paar Vorgänge, die halt schon länger schlummern, von denen man, die ich nicht unbedingt gebraucht hätte, beispielsweise Streitigkeiten, juristische Auseinandersetzungen, in die man dann halt so reinwächst als Erbe. Wir haben im Bereich bezahlbares Wohnen im vergangenen Jahr einen großen Schritt erreicht, nämlich die Mietpreisbremse für die kommunalen Wohnbaugesellschaften. Wir haben unglaublich viel Wohnungsbau. Die GWW hat ein wirklich ambitioniertes Wohnungsbauprogramm aufgelegt. Bei der Mobilität tut sich ganz viel. Das sehen wir draußen in der Stadt, gerade beim Ausbau der Radwege. Es sind sehr, sehr viele Radwege in den letzten Monaten dazugekommen. Und was Integration und Zusammenhalt betrifft, da gibt es eben vor allen Dingen die vielen Gelegenheiten, die ich genutzt habe, für das Ehrenamt in dieser Stadt zu werben. So, es war relativ zu Beginn meiner Amtszeit, dass wir uns in der Kooperation darauf verständigt haben, zwei Geschäftsführerposten erstmal nicht zu besetzen, weil es da umstrittene Debatten dazu gab, ob die Personen entsprechend geeignet sind. Mir ging es aber nicht um die Personen, mir ging es vor allen Dingen um das Verfahren, das klar und sauber sein muss. Wir haben ein paar Anlässe gehabt, die Revision zusätzlich zu beauftragen, gerade unlängst die Frage von nicht ordnungsgemäßen Vergaben im Bereich der Citybahn-Öffentlichkeitsarbeit, wo ich auch sofort gesagt habe, das wird die Revision untersuchen. Das heißt, ich stehe dafür, dass allen solchen Vorwürfen umgehend nachgegangen wird, dass man sie gründlich aufklärt. Also meine einjährige Amtszeit fällt ja im Prinzip in zwei Teile, 9 Monate ohne Corona, 3 Monate jetzt mit Corona. Wir haben hier versucht, einen sehr geradlinigen Kurs zu fahren. Wir wollten die Menschen nicht noch zusätzlich verunsichern, indem wir zum Beispiel lokale Regelungen treffen, sondern wir haben immer gesagt, wenn das Land eine Regelung trifft, dann übernehmen wir die 1:1 und versuchen dem gerecht zu werden, einfach weil es kommunikativ ansonsten nicht funktioniert. Das Wichtigste für uns war immer, dass wir ausreichend Kapazitäten haben, damit alle Menschen, die erkranken, auch medizinisch versorgt werden können. Das heißt, das oberste Ziel war immer, haben wir genug Plätze in der Intensivmedizin? Das hatten wir zu jedem Zeitpunkt bis heute. Der zweite Priorität hatte war natürlich die Frage, wie können wir zusätzliche Infektionen vermeiden? Wie können wir der Infektionswege nachverfolgen? Das ist jetzt vor allen Dingen die große Aufgabe des Gesundheitsamtes. Wir haben relativ wenig Fälle, Gott sei Dank. Aber jeder einzelne Fall muss intensiv nachgeforscht werden. Man muss gucken, mit wem hatte die oder der Kontakt, wie lange hatte der Kontakt, woher hat der Menschen getroffen, damit man eben diese Infektionsherde auch frühzeitig eingrenzen kann. Also ich bin
noch nicht sicher, dass wir dieses dezentrale Weinfest so bekommen werden. Da müssen noch ein paar Dinge geklärt werden im Hinblick auf die Infektionslage, auf die Frage, trägt das alles. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir auch in diesem Sommer die Möglichkeit haben, irgendwo in Wiesbaden ein Gläschen Wein zu genießen und eben nicht nur zu Hause auf dem Balkon, sondern auch bei anderer Gelegenheit. Die Kassiererin sagt dann mal, was, der Oberbürgermeister geht selbst einkaufen? Ja, sage ich, was denn sonst? Wer soll es denn sonst für ihn machen? Natürlich gehe ich selbst einkaufen. Ich finde die Frage aber ganz nett. Und natürlich, ich werde in meinem Viertel angesprochen von den Leuten, die kennen mich natürlich sowieso, aber auch wenn ich einfach in der Mittagspause aus dem Rathaus rausgehe und mal über den Schlossplatz laufe und ich nehme meine Mittagspause gerne dazu wahr, einfach mal so zu gucken, ob im Städtchen alles in Ordnung ist, also im inneren Kreis rund ums Rathaus. Ich möchte gern, dass alle städtischen Beteiligungen mit am Tisch sitzen, wenn es um Klimaschutz in der Stadt geht. Denn die SW-Versorgung, die für Strom, Gas und Wasser zuständig ist, oder SW-Verkehr für den Verkehr eben und die Wohnungsbaugesellschaften, die für Bauen und Wohnen viel Verantwortung haben, das sind große Bereiche, in denen Klimaschutz eine wichtige Rolle spielt und wo man am Ende auch tatsächlich unterm Strich Summen bilden kann, was an CO2 eingespart worden ist und welcher effektive Beitrag zum Klimaschutz dort geleistet wurde. Und das Bewusstsein zu stärken, das war mir wichtig. Also es gibt Gespräche zwischen dem Bürgermeister Dr. Franz und Kufler. Wir haben für eine einseitige Kündigung keine Rechtsgrundlage gesehen. Wir kennen alle die Debatten über die Frage der Vergaben, insbesondere im Hinblick auf das RMCC. Aber die haben nach übereinstimmender Auffassung vieler Juristen keine Grundlage dafür geboten, dass man von sich aus die Verträge kündigt. Deswegen konnte man es nur und kann man es nur so machen, dass man sich mit Kufler einigt. Es gibt Gespräche, da ist Vertraulichkeit verabredet zwischen Herrn Dr. Franz und der Familie Kufler. Also ich glaube, es wäre ein guter Schnitt, wenn wir hier jetzt klare Verhältnisse hätten. Es geht jetzt nicht mehr darum, Kufler in irgendeiner Art und Weise zu diskreditieren, sondern es geht darum, dass man sich im guten Einvernehmen voneinander trennt und darum gehen momentan die Gespräche. Ja, das war ein Thema, das die Stadtgesellschaft ja sehr, sehr bewegt hat und was auch sehr belastend war für die Stadtgesellschaft, aber natürlich auch für die Betroffenen selbst. Insofern glaube ich, ist gut, dass jetzt die Staatsanwaltschaft hier auch zu einem Ergebnis gekommen ist, dass das Amtsgericht in München eine Entscheidung getroffen hat, die ja sowohl Sven Gehrig als auch das Unternehmen Kufler betrifft, wobei der Seniorchef von Kufler eben nicht mehr verhandlungsfähig war, soweit ich das verstanden habe. Ich bin froh, dass dieser Teil jetzt beendet ist und wir sozusagen nach vorne blicken können. Wichtig ist mir, dass man die richtigen Konsequenzen daraus zieht. Das heißt, die strikte Einhaltung von Compliance- und Vergaberegeln, das muss in einer Stadt wie Wiesbaden einfach gegeben sein, damit auch nicht der Eindruck entsteht, dass hier irgendwelche Dinge nach dem alten Motto eine Hand wäscht die andere verhandelt werden. Vielen Dank, Herr Wendel. Ich glaube, das war's. Bitte. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, Herr Matschulik.